Bei den NRBV-Seniorenmeisterschaften im Halbfinale am 8. September 2001 in Hilden nahm der Kämpfer Mike Stark vom Sportclub Vogelham teil. Geboxt wurde im Halbmittelgewicht. Der Ringrichter war Uli Zische. Mike Stark boxte gegen Musa Ai Dogan vom Boxclub Camp Linford. Betreut wurde Mike Stark von seinem Vater Peter und Franz Stahlschmidt. Sieger nach Punkten wurde Musa Aydogan BC Camp Lindford. Franz Stahlschmidt, Ismet Bozan und Peter Stark. Ismet Bozan vom Sportclub Vogelheim boxte gegen Evrem Aslan BC Dümpten 13 im Schwergewicht. Evrem Aslan musste bis 8 angezählt werden nach einem schweren Treffer von Ismet Bozan. Sieger nach Abbruch wurde Ismet Bozan in der ersten Runde. Mike Stark vom Sportclub Vogelheim boxte am 9.9. noch einmal im Halbmittelgewicht bei der Meisterschaft. Der Ringrichter war Erich Dreke. Mike Stark vom Sportclub Vogelheim gegen Ruslan Sagimbayev vom Boxclub Mönchengladbach im Halbmittelgewicht. Betreut wurde Mike Stark von Peter Stark, seinem Vater und Franz Stahlschmidt. Sieger nach Punkten wurde Ruslan Sagimbayev vom Boxclub Mönchengladbach.
Chef Sergashi bei Mike Stark in der Kabine. Trainingsabend beim Sportclub Vogelheim am Dienstag, den 11.09.2001. Links Peter Hoffmann und rechts Robert Steffen. Links Norbert von Keils und rechts Daniele Leone. Links Senja Ziazik und rechts Daniel Bartsch. Links Daniel Leone und rechts Norbert von Keitz. Links Senja Ziazik und rechts Daniel Bartsch. Die Ringrichter bei der NABV Seniorenmeisterschaft, zweite Finale in Duisburg-Walsum am 16.09.2001. Im Bantamgewicht standen sich gegenüber Cevdet Gashi, Sportclub Vogelheim, gegen Dimitri Schmidt, BSU Wuppertal. Gashi wird betreut von Franz Stahlschmidt und einem Trainerkollegen. Der Ringrichter war Roman Borowitz. Sieger nach Punkten wurde Dimitri Schmidt, BSU Wuppertal. Der NABV-Präsident Manfred Schmieler gratuliert Gashi zum NABV-Vizemeistertitel 2001. Gashi verlässt enttäuscht den Ring.